Aber wir nehmen jetzt tatsächlich erstmal den Bußgeld. Ja. Ja, hier auf dem Hinterrad. 93 statt 50. Aber schön, dass du da auch zuerst an der Frau gedacht hast. Das Bilden einer Rettungsgasse, das lernt der Deutsche noch. Bei über 70 innerorts zu viel. Das darf von mir aus auch viel, viel mehr kosten, weil es gibt für mich keinen Grund, das zu fahren. Lächerlich. Das Lederfett zieht überhaupt nicht ein. Naja, so eine Boss raus. Also. Eins? Das ist wie dieser 3,5 Tonner wieder. Ne? Wir fangen einfach an. Ja, genau, das dreckige Dutzend. Wir haben 12 Folgen jetzt. Das ist die 12. Ja, also wir können ja schon wieder feiern. Es ist der Wahnsinn, ne? Ja. Dann laden wir uns für die 13. wieder einen Gast ein, mal gucken. Also wir sind da ja relativ flexibel. Ja, ja. Okay, fangen wir tatsächlich an. Unbedingt. Gut, wir müssen wohl zur letzten Folge noch ein bisschen was sagen, was wir da alles erzählt haben. Wir haben euch ja schon den einen oder anderen Hinweis gegeben. Wer ganz bis zum Ende geguckt hat, hat den deutlichen Hinweis bekommen. Wir haben ziemlich viel Mist erzählt, war ja aber auch Veröffentlichungsdatum 1. April. Ich habe was über das Mobilklo vom ADAC, also das Dixie, was durch den Stau gefahren wird. Und das war mal natürlich erstungen und erlogen. Dann habe ich auch die Nachricht verlesen, dass Textilbekleidung im Großen und Ganzen demnächst verboten wird. Ja. Auch Quatsch. Und dir hätte ich das geglaubt, du als Lederfreak. Also. Vielleicht ist mir deswegen auch nur in den Sinn gekommen, so wahrscheinlich das zu erzählen. Was allerdings tatsächlich stimmt, und das kann man ja nachlesen, Harley ist tatsächlich Hauptsponsor von Wacken und auch das Zitat des Managers war. Und das war für mich der größte Quatsch, als du das erzählt hast. Und ich dachte, oh, jetzt hier, der Karlauer. Deswegen habe ich es ja erzählt. Absolut. Dazu, what? Ja. Hätte ich nie geglaubt. Ja, aber auch du warst ja nicht ganz... Ja gut, aber ich glaube, ich habe das damals schon so erzählt, dass klar war, dass es Blödsinn ist. Also zumindest die Geschichte mit diesen sozierenden Adapter, die es da für die Rückbank gibt. Es musste irgendwann, hoffe ich, da draußen klar sein. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich überhaupt erst gerafft habe, was du da von mir willst, was will der, das ist überhaupt nicht kapiert. Aber als ich dann kapiert habe, da war es natürlich klar. Okay. Es sollten jetzt irgendwelche Shops auf der Reeperbahn oder sonst wo irgendwelche Umsatzzuwächse erlebt haben, dann herzlichen Glückwunsch, dann ist das halt so. Ja. Ja? Gut, dann gab es noch die Geschichte, ich habe irgendwas von so einer App erzählt, die ja im Straßenverkehr dann irgendwelche Handwerker automatisch aus meiner Lieblingsliste rausfiltert. Auch Blödsinn, ne? Wobei, die würde mir unter Umständen hier und da so mal eine ganz Dis-App, gut gefallen. Die könnte dir gefallen. Immer nur, wenn es irgendwie mit dem Straßenverkehr und den Leuten, die mir auf den Sack gehen, zu tun hat, dann ja. Aber wir haben ja heute auch, ich glaube, das war es aber dann auch schon. Ich glaube auch. Mehr Blödsinn haben wir nicht erzählt. Aber das Straßenverkehrsthema ist ja dann heute auch ein sehr, sehr großes. Ja, die moderne Wegelagerei. Auch das. Ich war auch ganz kurz in der Vorbereitung, kurz ein bisschen abseits. Es ging darum, irgendwie öffentliche Verkehrsmittel. Ich dachte, warum will Kai jetzt darüber sprechen, wie viel eine Busfahrt in Köln kostet oder in Hamburg oder vielleicht auch vergleichsweise in Ingolstadt. Aber nein, es ging nicht um den Bußgeldkatalog, sondern in den Bußgeldkatalog. Deswegen, ja, gut, dass er mich da nochmal darauf hingewiesen hat, dann fiel die Vorbereitung plötzlich ganz, ganz anders aus. Ja, aber das Thema können wir auch gern mal angehen. So. Falls man laufen muss, falls man hier zum Beispiel irgendwie vielleicht zu schnell unterwegs war und seinen Führerschein abgeben muss, dann passt es auch wieder, siehst du? Aber wir nehmen jetzt tatsächlich erstmal den Bußgeldkatalog, der seit dem 9. November 2021 ja schon gültig ist. Und wir wollten das Thema schon länger machen, aber wir hatten immer andere Sachen, die wir dann doch noch wichtiger fanden oder meinten, ja, das müsste doch jetzt aber auch. Und so. Beziehungsweise auch die Wünsche unserer Zuhörer und Zuseher, auf die sind wir ja eingegangen und da sind andere Dinge erstmal wichtiger gewesen. Richtig. Und das ganz Schlimme ist ja auch so ein bisschen an uns vorbeigegangen, was drohte. Denn der sollte ja eigentlich schon im April 2020 an den Start gehen. Und dann gab es, als der so veröffentlicht wurde, was da auf die Leute zukommt, gab es erstmal, wie bitte? Ne? Denn die meisten Bußgelder sind einfach mal trocken verdoppelt worden. Mhm. Ne? So die ganzen Standardgeschwindigkeitsübertretung. Aber dass der Führerschein weg, also ein Fahrverbot droht, schon ab 21 km/h zu viel innerorts und bei 26
26 ist nicht viel. Wenn einmal eine Windböe ein bisschen, ne, oder so ein leichtes Gefährt und du passt nicht auf, schon hast du ein Fahrverbot. Und dann wurde dieser Bußgeldkatalog aber zurückgenommen, aufgrund einer Feststellung. Und zwar habe ich mir das die Erklärung aufgeschrieben. In der Eingangsformel fehlte die Nennung der Rechtsgrundlage, was einen Verstoß gegen das Zitiergebot darstellte. So tönte es, glaube ich, aus dem Ministerium, was Herr Scheuer noch innehatte. Und es war ja auch nicht anders zu erwarten, dass das auch wieder nicht klappt. Also, ne? Gab hier ein paar Sachen. Ja, das eine oder andere. Und dann hat man das zurückgenommen. Und dann, das fand ich sehr merkwürdig. Dann haben aber, das Ding ist ja im April 2020, glaube ich, in Kraft getreten und wurde dann Juni oder Juli zurückgezogen. So, aber zwischen April und dem Rückzugsding, da gab es ja auch Verstöße. Ja? Und jetzt hat jedes Bundesland für sich selbst entschieden, wie sie damit umgeht. Neu oder alt sozusagen? Ja, weil da sind natürlich auch Fahrverbote deutlich mehr geworden. Und Rheinland-Pfalz hat das zum Beispiel so entschieden, die Fahrverbote werden alle aufgehoben. Die natürlich dann, also wenn nach der alten Regel, wenn das, also wenn einer 100 Klamotten in der 30er-Zone, ja, müssen wir nicht drüber reden, aber ja, diese Benachteiligung. Aber so die Bußgelder, die brauchen wir, lass mal, die haben wir schon was für. ja. Bisschen was auf der hohen Kante, genau. Was hast du dazu? Ich habe jetzt weniger verglichen im Sinne von, wie war es bisher und was ist jetzt sozusagen neu. Ich habe mich einfach daran orientiert, was so den meisten Leuten ganz einfach nur passiert. Und das sind natürlich in allererster Linie, sage ich jetzt mal, Geschwindigkeitsübertretungen. Aha. Das ist das eine. Als ich diese Liste aber so ein bisschen durchgegangen bin, fiel mir als allererstes gleich auf, und das gilt fürs Motorradfahren, aber so zu 100%, finde ich. Hier wird es betitelt als Autoposing. Das gab es auch schon immer. Das ist nämlich dieses sinnlose Hin- und Herfahren, ja, inklusive Abgas- und Geräuschbelästigung, was mit bis zu 100 Euro geahndet wird. Ich möchte behaupten, Motorradfahren macht man genau aus diesem Grund. Naja, aber ist ja nicht sinnlos, ne? Das würde ich als Winkeladvokat würde ich dir das immer verargumentieren, dass das natürlich für deine Psyche ganz wichtig natürlich, ist. Natürlich, gar keine Frage. Ist es nicht mehr sinnlos. Hast du mit Sicherheit recht. Und das ist ja das Geile. Es lässt sich hier alles natürlich so ein kleines bisschen umdrehen. Und dafür gibt es dann auch, das war ja auch, als ich recherchiert habe, wie viele Anwaltsseiten hatte ich plötzlich offen in meinen Tabs, die mir Hinweise gaben. Oder ich konnte auch gleich mein Bußgeldbescheid an dieser oder an der anderen Stelle prüfen und ob sich ein Einspruch lohnt und so weiter und so fort. Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Ich habe da eine Meinung das dazu, die denn, ich nachher eine wahrscheinlich Industrie. Nur abgeben darf. Genau, das ist es. Aber ich fand es trotzdem witzig, weil natürlich hast du recht. Mir als Motorradfahrer macht das Motorradfahren Spaß. Es ist in dem Fall überhaupt nicht sinnlos. Das werden andere wieder anders sehen. Aber es gibt eben diesen Passus tatsächlich noch. Und ja, ich weiß nur, ich kenne keinen Menschen, der da schon mal abgestraft wurde. Also ich kenne keinen. Man muss noch unterscheiden zwischen der reinen innerörtlichen Lärmbelästigung und eben das unnötige Hin- und Herfahren. Ja. Das eine kostet bis zu 80 und das andere tatsächlich bis zu 100 Euro. Und ja, und dieser Poser-Paragraph da, der geht natürlich in die Richtung, dass in Stuttgart zum Beispiel, wenn ich da mal bei unserer Filiale bin, das ist so. Ja. Das ist so die typische Poserstrecke. Und dann genau vor der Filiale ist so eine Wendegeschichte und da, den ganzen Tag geht das da. Und dann fahren sie wieder zurück und nochmal runter. Und gerade da, wo es große Parkplätze gibt oder auch an Tankstellen, gibt es das ja teilweise auch, dass sich da getroffen wird und dann wird es sinnlos. Überhaupt nicht sinnlos. Ne? Nee. Nur eben, was auch bei uns in der Firmenzentrale in der Nähe ist, eine große, große, große Aral, wo über Jahre hinweg, und eigentlich treffen sie sich immer noch, weil früher war das, also wenn man mal samstags und sonntags in der Firma noch verbracht hat, da war richtig Kavum. Also die sind da Rennen gefahren noch und nöcher, weil Industriegebiet, da ist am Wochenende kein, nichts los. Haben das krachen lassen. Aber irgendwann haben sie die so oft kontrolliert und da ist das ruhiger geworden. Ja, da, über das bin ich tatsächlich als allererstes gestolpert, weil es das eben noch gibt. Was mich gewundert hat, ist, dass es das noch nicht gab. Diese Rettungsgassengeschichte. Mhm. Ja? Wie gesagt, das Bilden einer Rettungsgasse, das lernt der Deutsche noch, wie ich empfinde. Aber es wird immer besser. Und
es gab schon Bußgelder, wenn man keine Rettungsgasse bildet. Jetzt gibt es aber Bußgelder und das geht, glaube ich, bis über 300 Euro und gibt Punkte. Können wir mal nachgucken. Nö, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wenn du sie befährst? Weil das genau, das Befahren der Rettungsgasse. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und das unerlaubte Befahren einer Rettungsgasse, ich wüsste nicht, wann es erlaubt ist, aber das andere ist wieder, und deswegen habe ich es notiert, ja. Als Motorradfahrer dieses am Stau vorbeischlängeln, würde ja genau das bedeuten, unter Umständen. Ja. 240 Euro, 2 Punkte, 1 Monat laufen. Busfahrkarte kaufen, dann sind wir dabei. Guck mal, dann müssen wir das doch nochmal. Siehst du? Aber das, ich meine das auch noch nicht mal böse oder auch der Motorradfahrer nicht. Das ist ja genau dieses Ding. Da ist ein Stau. Die Rettungsgasse wird ja automatisch gebildet, egal ob du weißt, was davon los ist, welche Rettungsfahrzeuge unter Umständen durch müssen. Das ist aber noch nicht so lange so, ne? Ja. Und hier sehe ich dann ganz einfach, man meint es als Motorradfahrer in dem Falle nicht böse, man möchte auch niemanden behindert, ganz im Gegenteil. Man fährt wahrscheinlich auch in Schrittgeschwindigkeit oder was weiß ich denn, vorsichtig dadurch und trotzdem erfüllt man diesen Tatbestand dann natürlich. Deswegen empfehlen die Mauschelprofis ja auch immer, wenn, dann auf der Standspur weiterfahren und nicht, weil das ist, kostet irgendwie nur 80 oder so weiter. Genau, was ist billiger? Das sollte man vielleicht sich vorher immer mal angucken. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Jetzt wirklich mal zwei Sachen, die absolut was mit Motorradfahren zu tun haben. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob sich der Preis geändert hat. Wir haben ja in Deutschland immer noch sagen wir, die Auflage, wir müssen einen geeigneten Schutzhelm tragen. Aber nirgends steht ja so richtig, was ein geeigneter Schutzhelm ist. Wir haben ja nicht die Notwendigkeit, einen nach ECE gebaut. Altes Thema, altes Thema. Genau, genau. Und hier steht jetzt immer noch drin, einen amtlich genehmigten Schutzhelm, der nicht getragen wird, kostet 15 Euro Verwarnungsgeld. Hm. So, ich weiß nicht, wie das vorher war, kenne den Vergleich jetzt nicht, aber auf jeden Fall nicht mit einem anständigen Helm fahren 15 Euro. Und wenn man dann zum Beispiel auch noch ein Kind befördert und das ohne Helm, dann kostet es 60 Euro und 1 Punkt. Und das finde ich auch okay. Ja, also das ist auch wirklich ein Unfug, den lässt man halt. Richtig, genau. Aber das hatte jetzt einen absoluten Motorradbezug. Da finde ich so, ja, hier habe ich es. 2 Punkte, 100 Fahrverbot, 240 Euro Rettungsgasse benutzen. Aber man will ja auch mit einer Geschichte, LKWs, die dürfen ja wirklich nur noch in Schrittgeschwindigkeit maximal abbiegen, weil einfach zu viele Radfahrer. Ne? Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Über 3,5 Tonnen innerorts rechts abbiegen in Schrittgeschwindigkeit. Deswegen hatte ich dir vorhin schon gesagt, bei unserem Bezug gilt das dann eben für Boss-Hoss-Fahrer, Goldwing-Fahrer und Elektra-Gleitfahrer. Ja, genau. Ne? Also doch ab wichtig 3, zu erwähnen. 5 Tonnen, ja. Richtig. Aber habe ich echt nicht gewusst, dass man da echt Schrittgeschwindigkeit fahren muss. Ja. Neu. Was sie dann auch krass erhöht haben, wenn du auf dem Radweg oder Fußweg den befährst, zum Beispiel mit dem Motorrad oder auch ein Auto, oder wenn du dort einfach dieses Falschparken, das klassische Falschparken, zweite Reihe ist richtig teuer geworden. Mhm. Wenn du dann auch noch eine Feuerwehreinfahrt dicht parkst und dann vielleicht auch noch was passiert, da finde ich, da habe ich mir jetzt den Betrag gar nicht notiert, das ist mir nicht teuer genug. Also wer das macht, ja, von der Feuerwehrzufahrt parkt, da gehört der Lappen weg. Ja. Ja, und da, das kostet auch Geld oder so jetzt und das gibt wahrscheinlich auch einen Punkt. Aber da würde ich höher drehen. Und hingegen haben sie dann aber so einfach mal falsch parken. Das hatte so eine Range von 10 bis 25 Euro. Und das geht jetzt von 55 bis 100. Und das geht ja auch immer mal ganz fix. Ja. Das finde ich schon, ja. Sollte man gucken. Habe ich auch aufgeschrieben, nicht platzsparend halten oder nicht platzsparend parken. Das sind ja so meine Lieblingsthemen eben tatsächlich auch. Kostet jeweils 10 Euro. Ich weiß, also nicht platzsparend parken, jetzt zum Beispiel mein Lieblingsthema beim Edeka, das kontrolliert ja kein Mensch. Das ist auch Privatgelände. Ich weiß. Und trotzdem denke ich mir immer, ich würde da gerne abkassieren und da würde ich nicht nur 10 Euro nehmen. Aber das ist wieder mein Ding. Das ist ja in Mode gekommen, dass die ganzen Supermärkte solche Gesellschaften beauftragen, darauf zu achten, dass da nicht die falschen Leute parken, sondern nur die Kunden.
Und dennoch trifft es immer wieder Kunden und die vergrault man sich damit natürlich auch wunderbarst. Ich habe mir das abgewöhnt, auf solche Parkplätze zu fahren oder in solchen Supermärkten einzukaufen. Richtig. Ja. Das ist mir einmal neulich wieder passiert, da habe ich ein Schild an der Einfahrt übersehen. Und ansonsten war da kein Schild. Und da habe ich eine Rechnung über 40 Euro bekommen. Was habe ich noch? Genau. Es gibt ein neues Verkehrsschild. Ich kannte bisher dieses Überholverbot nur. Die alte Variante, rote Autos dürfen keine schwarzen Autos überholen. Ja, da war es. Genau. Und jetzt gibt es das auch für ein- oder mehrspurige Kfz, dass die nicht überholt werden dürfen. Das heißt, man hat dieses rote Auto eben links und rechts das Symbol für ein Fahrrad bzw. für ein Motorrad. Das wird dann eben da benutzt, wo es absolute Engstellen gibt, dass man eben dann auch nicht an solchen vorbeifährt. Das kannte ich noch nicht. Macht aber ausnahmsweise immer Sinn. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Coole Sache. Genau. Was habe ich noch? Genau, es gab nochmal den Hinweis, den es schon immer gab, dass Blitzer-Apps eben, und klar, die hat man wahrscheinlich mehr im Auto als logischerweise auf dem Motorrad, wobei mittlerweile lassen sich ja die Handys auch davon befestigen. Also es wird nochmal klargestellt, das Verbot gilt für den Fahrer, eine Blitzer-App zu benutzen. So, es gibt keine besonderen, teureren Strafen dafür oder, sondern einfach nur, Leute, lasst das. Ich meine, das... Da kann man sogar richtig verknackt werden. Das kann sein, Da war irgendwas Teures. Aber ich habe es jetzt nicht hier verfügbar. Bei mir ist es tatsächlich, ich besitze so eine App nicht und ich halte sie auch für dermaßen bescheuert, das ist aber meine persönliche Meinung, weil ich ganz einfach sage, wer sich nicht an die Geschwindigkeit halten kann und dann so eine, und für mich ist das eine Bescheißer-App logischerweise benutzt, dann aber zu seinen Kindern sagt, in der Schule bitte keinen Spickzettel schreiben, das ist für mich das Gleiche. Aber da bin ich, wie gesagt, ein bisschen extrem gestrickt an dieser Stelle. Jo. Es gibt diese Schildchen, da kann man sich dran halten, da braucht man den Scheiß nicht, fertig. Du hast aber einen wichtigen Hinweis geliefert, der Fahrer darf diese App oder eine solche App während der Fahrt nicht benutzen, was sein Beifahrer macht. Oder? Das weiß ich, aber ich hasse an dieser Stelle wirklich diese Grauzonen, weil ich mir denke, was soll das? Ja, man muss aber auch darauf hinweisen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber ich halte es deswegen nicht für besser, nur weil es der andere fährt oder benutzt. Nein, man muss. Richtig, für die da draußen, die es brauchen. So, und dann ich habe mir jetzt allerdings nur drei Geschwindigkeiten aufgeschrieben, nämlich diese 10 km/h zu schnell, die 15 km/h und die 20 km/h zu schnell. Inner- oder außerorts? Beides. Und zwar innerorts 30, 50, 70, lässt sich gut merken, nämlich die ungeraden Zahlen, und außerorts 20, 40, 60. Euro, ohne Fahrverbote, ohne Punkte, sondern das sind erstmal nur normale Geldstrafen. Ja, und das sind die Kurse, haben sich mal geflissentlich einfach verdoppelt. Ne? Also wenn man sich überlegt, da sitzen die ganzen einzelnen Landesministerien und machen zusammen mit dem Bundesministerium irgendwann nach wahrscheinlich jahrelangen Forschungsarbeiten, wahrscheinlich auch wieder mit großen Beraterkosten, also da hätte auch jeder Zwölfjährige sagen können, wenn nur einfach doppelt so viel. das geht tendenziell fast durch alle Strafklassen, sage ich jetzt mal. Nach oben raus, also bei über 70 innerorts zu viel. Hat es vorher auch schon 680 Euro gekostet, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot. Das kostet jetzt 800 Euro. Der Rest ist unverändert. Also das ist noch, was wir gerade mal 120 mehr, ne? Ja, lächerlich. Also da bin ich dann eben auch so, dass ich sage, das darf von mir aus auch viel, viel mehr kosten, weil es gibt für mich keinen Grund, das zu fahren. Also du meinst über 70 zu viel innerorts? Richtig. Ja, natürlich. Also. Also ich bin da sehr, sehr festgefahren in meinem Kopf, weil ich da ganz einfach sage, ich weiß nicht, warst du schon mal in der Schweiz? Ja. Ich habe mir da auch vorher den Bußgeldkatalog nicht angeguckt. Es reicht ja nur, dass jemand sagt, das ist scheiße teuer, wenn du dich da nicht an die Geschwindigkeit hältst. Punkt. Ja. Und ich glaube, das nimmt jeder für bare Münze. Aber das ist völlig für einen Eimer, denn wir haben da viele Motorradtouren, das war so ein Presseevent, gemacht und du achtest nicht auf den Verkehr. Du hast nur dein Tacho im Auge. Ja. Das ist völlig scheiße. Mag sein. Das andere ist, erstaunlicherweise rein durch diesen Hinweis, pass auf da wird scheiße teuer. Wie du gerade sagst, achtet jeder perfekt auf sein Tacho.
Und möchte da definitiv eben nicht über die Höchstgeschwindigkeit hinausgehen, weil er weiß, scheiße, das wird mich richtig viel Geld kosten. Warum sind wir da in Deutschland anders? Warum ist es in Deutschland tatsächlich, wenn da dieses Schild ist, warum sage ich mir dann, ach nee, da kann ich ja locker 20 drüber fahren? Das können wir eine Liberalitätsgrundsatzdiskussion oder sonstiges natürlich führen. Aber am Ende aber zählt für mich genau das. Wenn sich jeder dran hält, brauchen wir hier einerseits nicht drüber reden. Es gibt immer mal diese unter Umständen Unaufmerksamkeit, ich habe irgendwas übersehen, gerade auf der Autobahn und so weiter und so fort, rase da rein, dann wäre sogar diese Blitzer-App unter Umständen legitim zu sagen, scheiße, sonst hätte ich es verpasst und ich will mich ja dran halten, aber ich war in dem Moment unaufmerksam. Damit kann ich noch leben. Aber dass ich da draußen rumfahre, um mit Absicht zu bescheißen, das geht mir persönlich ein bisschen auf den Sack. Deswegen bin ich bei manchen Bußgeldern dann hier eben auch so, dass ich sage, ja, selber schuld. Und ganz ehrlich, ich bin auch schon zu schnell gefahren. Ich bin kein wirklich? Heiliger. Du? Ja, du glaubst es nicht. Nein. Ich fuhr schon zu schnell. Ich wurde erwischt. Ich musste bezahlen. Und am Ende war es so, dass ich mich natürlich drüber geärgert habe. Ich habe auch nicht zu viel Geld übrig für das. Ich habe aber auch immer gesagt, ja, war ich selber. Selber schuld. Ja, das ist so diese Schwarz-Weiß. Kann man, Geschichte. Ja. Also, Ich finde es klasse, dass das bei uns nicht so ist wie in der Schweiz, weil wie oft passiert es einem wirklich aus Versehen. Ja? Es gibt in Hamburg, wenn du vom Zentrum Richtung Bergedorf fährst, ja. Wir sind ja hier wirklich plattestes Land. Aber es gibt manchmal auch so ein leichtes Gefälle. Ja? Das kommt hier nicht so oft vor und andersrum natürlich ein bisschen bergauf. Aber natürlich auf dieser Gefallstrecke, wo du Gas wegnehmen kannst, wirst du trotzdem schneller. Ja, klar. Da steht ein fester Blitzer. Sowas ist einfach, das nenne ich moderne Wegelerei. Das gehört sich einfach nicht. Da so recht. Also ja. Da bin ich. Und wenn, da bin einer, ich keine Meinung. Wenn einer sagt, ich scheiße auf irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen, ja, klar, gehört der auch irgendwann verknackt. Und wir haben das ja auch mit den Wiederholungsfällen, dass wenn du dasselbe Vergehen, was im Einzelfall nur Geld kostet oder so was, dann tatsächlich zum Fahrverbot führen kann. Ja, und wir haben ja auch mittlerweile, ich habe das erst viele Jahre später geschnallt, dass wir gar nicht mehr das alte Punktesystem haben, sondern bei 8 Punkten schon Feierabend ist. Richtig. Geht ja heute viel schneller. Ja, aber toi. Deswegen wusste ich es vielleicht auch nicht mehr. Ich hab also wirklich, du hast keine, das ist doch. Ja. Wenn ich Punkte sammeln möchte, wäre ich ein Marienkäfer geworden, muss ich nicht Auto fahren für oder Motorrad fahren. Ja, das waren tatsächlich meine Punkte bezüglich des Bußgeldkatalogs, weil ich eben sage, ja, man ist als Motorradfahrer definitiv zu schnell. Es gibt diese Helmgeschichten und die Rettungsgasse, das ist für mich das, was bestimmt einem Motorradfahrer mal irgendwo passieren kann. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das anfangs auch schon gesagt hatte, also diese 21 bzw. 26 km/h zu viel und Fahrverbot, das hat man wieder rausgenommen. Ja, das ist unverändert. Innerorts ab 31, außerorts ab 41 ist okay. So geblieben mit dem Fahrverbot. Dann sind wir ja doch noch ein bisschen tolerant. Ja, ich weiß, da hast du nicht so viel Bock drauf, so, aber... Das stimmt so nicht. Also ich bin, ich halte mich für einen aufmerksamen... Ja, natürlich, wir können jetzt hier loslegen. Ich halte mich für einen aufmerksamen Fahrer. Ich sage aber nicht, dass mir dann nicht irgendwie was passiert. Ich habe auch schon mal rechts überholt, wurde erwischt und musste dann eben auch sagen... Weißt du noch die Geschichte, als man mich dann fragte, wissen Sie, was Sie getan haben? Sag ich, ja, weiß ich ganz genau. Und ich konnte sogar die Autos aufzählen, die ich überholt habe in der Zeit. Und da waren die ein bisschen überrascht, weil ich übertreibe es jetzt mal, weil ich so aufmerksam unterwegs bin, ich weiß, was ich da tue. Und ich mag es nicht, wenn Leute sich rausreden. Und da bin ich wieder bei dieser Anwaltsnummer. Ich weiß, dass es heutzutage hier und da bestimmt einmal diese Unaufmerksamkeit gibt. Und dass es dann, Gott sei Dank, und das meine ich auch wirklich so, dass es dann Leute gibt, die dich da raushauen. Wenn aber jeder, der zu schnell fährt, dann gleich nach dem Anwalt schreit, da bin ich nicht für. Definitiv nicht. Oh, fällt mir zu dem Thema doch noch einer ein. Und zwar Leute, die viel und häufig unterwegs sind und dann auch zu schnell, die haben ja eben, die sammeln Punkte und laufen Gefahr, dass sie einen Schein loswerden. Ja. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die gegen eine satte Gebühr natürlich, den schickst du dann zum Beispiel, wenn du einen Bußgeldbescheid bekommst, schickst du den. Die suchen dann eine Person, die altersmäßig zu dir passt und das die bereit ist, dafür natürlich auch ein bisschen Geld kriegt, ja. Sich dieses Vergehens schuldig zu bekennen. Und das ist, also da fängt es wirklich an.
das ist, bei Ordnungswidrigkeiten wird es auch bis heute meines Wissens nicht verfolgt, solche Machenschaften. Mhm. Allerdings, wenn es ein Straftatbestand ist, ja? Also Fahrerflucht oder sowas, ja. Da gucken die dann ganz genau. Aber man kann gar nicht so schlecht denken, wie Dinge auf der Welt einfach existieren. Ist ja leider so. Ja. Aber gut, machen wir an der Stelle auch Schluss, sonst steigen wir uns da komplett rein. Meine schönsten Geschwindigkeitsverstöße. Genau. Hier in Aquarell. Schau mal. Ja, hier auf dem Hinterrad. 93 statt 50. Das ist mir tatsächlich mal passiert. Bin aber aus der Nummer wieder rausgekommen. Na dann, alles klar. Weil das Wheelie, das war gar nicht gewollt. Ich musste da schnell weg, wo ich war. Also, ne? Ja. Was machen wir jetzt? 12. Podcast, richtig. Also das heißt, nochmal nachzählen. Also. Also für alle da draußen unsere Buchstaben und unsere in Anführungszeichen Fachbegriffe. Ja, zugeschaut, mitgebaut. Mhm. Fang an. Lorica. Warum wusste ich das? Weiß ich nicht. Also ich hielt sie erst für die... Ich finde die aber auch nett, ne? Also das ist die Lorica, die... Das ist die zweite Frau von Enrico Vannucci. Ja, genau. Richtig. Ja. Ja. Genau, also so dachte ich damals, als ich diesen Namen zum ersten Mal las und dann, nee, stellte sich heraus, ist doch was anderes. Ist ein Mikrofasermaterial, was sehr, sehr stark nach Leder aussieht und anmutet. Deswegen werden eben auch sehr, sehr viele Motorradstiefel zum Beispiel daraus gebaut. Ist sehr robust, ist trotzdem sehr leicht. Auch pflegeleicht, und das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Bitte kommt nicht auf die Idee, da irgendwelche Lederpflegen oder sowas drauf zu schmieren, weil es ist ein Mikrofaser, also ein Kunstmaterial, ein Kunststoffmaterial. Das würde niemals funktionieren. Das Lederfett zieht überhaupt nicht ein. Warum glänzen die Schuhe so? Und ist auch sehr, sehr wasserabweisend. Und dennoch der Hinweis, wenn dann eben ein solcher Stiefel keine Membran hat, also keine wasserdichte Schicht zwischendurch, dann gibt es halt immer ein paar Nähte, da drückt das Wasser dann auch durch. Achtet da ganz einfach drauf. Aber Lorica ist eben ein Kunststoffmaterial, was sehr, sehr lederähnlich ist und wo viele, viele Motorradstiefel auf diesem Markt rausgebaut werden. Und es sieht auch einfach nur cool aus. Meist so Racing-Stiefel, die sind genau aus dem Material. Sehr cool. Gibt es auch schon ganz, ganz lange. Gibt es sehr lange, ja. Ganz lange. Aber schön, dass du da auch zuerst an eine Frau gedacht hast. Ja, apropos Frauen, Lambada. Lambada? Ja, also nein, nicht natürlich jetzt nicht der Tanz hier mit dem nassen Knie und so. Nee. Lambda-Sonde. Ach, Lambda, ja. Ja, auch im Volksmund Lambada-Sonde. Das dachte ich mir sogar, dass du die heute mitbringst. Ah, guck, langsam kennen wir uns, ja. Mache ich aber auch ganz kurz, sonst führt das sofort so wo die Leute sich abgehängt fühlen oder das auch gar nicht wissen wollen. Aber die Lambada-Sonde, bevor ich das überhaupt erstmal erkläre, ist ganz oft, gerade bei modernen Fahrzeugen, also die halt einen Fehlerspeicher haben, ist ganz oft gesehener Fehler. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist die Lambada-Sonde gar nicht defekt, sondern weil irgendwas im Ansaug oder Abgastrakt, irgendwo kommt eine Ebenluft oder sonst was. Und viele Leute kaufen sich dann schnell eine neue und stellen fest, der Fehler ist immer noch da. Deswegen sollte man immer erst, bevor man sich die kauft, checken, ist auch wirklich alles andere in Ordnung. Die ist auch nicht günstig, ne? Von bis. Ja, also es gibt günstige bis, ja, wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Wenn das dann eine ist, die du nicht als Nachbau kriegst oder so, dann ja. Ja, und was macht die Lambada-Sonde? Sie misst nichts anderes als den Sauerstoffgehalt in den Abgasen. Warum macht er das? Damit sie einen Vergleich hat zu dem, was in der umliegenden Luft, also die in den Motor reinkommt, an Sauerstoff ist. Und dann wird das abgeglichen. Und je nachdem, ob der Unterschied in eine oder andere Richtung geht, wird das gemischt, dann angefettet oder magerer gemacht. Und das ist die Lambada-Sonde. Also das ist eine unendliche Geschichte. Da kann man, also werden wir auch irgendwann so Thema machen, dann auch zusammen mit Katalysator. Ja. Ne, auch das ist. Jetzt fängst du nämlich schon an. Also vor dem Katalysator ist eine bei modernen Motoren und dahinter aber auch noch eine Kontroll-Lambda-Sonde. Aber wie gesagt, das wird irgendwann ein Thema für sich. Okay. Und trotzdem wieder was gelernt. Keine Frage. Kannst du gucken. Ein Hinweis vielleicht noch, weil wir vorhin auch noch andere Clips hier gedreht haben. Unsere Marke Vannucci
ist jetzt eben in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Und für euch da draußen, die Vanucci-Klamotten vielleicht haben und schon oft damit auf Tour waren, macht doch einfach mal bitte ein Foto davon. Ihr oder unterwegs. Habt ihr welche? In Vanucci. Oder vielleicht habt ihr eben auch schon Fotos, genau. Und Mali wird hier einen Link einblenden für unsere Zuhörer. Müsst ihr natürlich dann bitte einmal auf unsere Homepage gehen, da werdet ihr das auch finden. Und wenn ihr so ein Foto da hochladet, ihr in Vanucci, auf dem Bike, mit dem Bike, was auch immer, dann gibt es da ein bisschen was zu gewinnen, Monat für Monat. Oder im Schlafzimmer so hingeworfen. Beim Zwiebeln schneiden in der Küche, genau, was auch immer. Aber da gibt es ein bisschen was zu gewinnen, guckt euch das mal an und ja, wir freuen uns da auf eure Fotos. Ja. Je mehr da zusammenkommt, umso spannender wird das. Ja, das ist ja auch geil, da einfach mal so diese Vanucci-Community nennt sich das, glaube ich, heute dann mal zu sehen. Ich freue mich drauf. Ja, sehr schön. Haben wir alles erledigt? Ein bisschen unnützes Wissen. Ach, stimmt, da war ja noch was. Ja. Ich fange an, damit du den Knaller zum Schluss raushauen kannst. Also, nö, ist es nicht. Wer weiß. Geht wieder ums Parken. Wie viele Motorräder braucht man, um eine Parklücke, die normalerweise ein Auto füllt, genauso zu füllen? Eins. Um sie komplett auszunutzen. Okay, falsch formuliert. Naja, so eine Boss Hoss. Also. Eins. Das ist dieser 3,5 Tonner wieder. Ne? 8 Stück sind es tatsächlich. Natürlich könnte der in der Mitte dann oder die Paar in der Mitte nicht anständig ausparken. Darum geht es dann auch. Aber es geht nur darum, ja, 8 Motorräder ersetzen ein Fahrzeug, also ein Kfz auf der Parkfläche. Mhm. Unnützes, wirklich unnützes Wissen. Weil das heißt, dann gibt es demnächst diese Parkscheine auch geachtelt, wenn du dann. Also im Scherenschnitt, richtig. Ja, genau. Hm? Direkt am Parkscheinautomat ist dann so eine kleine Bastelschere und dann kannst du das dann machen für dich und deine Kumpels. Ja, genau. Sehr geil. Jeder kriegt ein Stück. Richtig. Ja. Irgendwie ist heute Verkehrstag, ne? So, weil mein unnützes Wissen. Bezieht sich auch auf Verkehr? Ja. Mhm. Also auf den Straßenverkehr. Und wir haben ja in einem der letzten Podcasts so herrlich über diese Bremse auf der Autobahn, die rechte Spur nicht benutzen wollen, gelästert. Und jetzt habe ich tatsächlich gelesen, wenn es eine 4-spurige Autobahn ist, also für jede Richtung 4 Spuren, dann darfst du die 2. Spur von rechts durchgehend benutzen. Da gilt das Rechtsfahrgebot nicht. Weil dann die ganz rechte Spur die LKW-Spur sozusagen ist? Ja. Aha, okay, war mir neu. Ja, mir auch. Aber ich glaube, ich. Aber jetzt wissen wir es alle. Ha. Fuhr ich schon mal auf eine 4-spurige Autobahn? Ja, also nur bis 3 Spuren, die Bremser da verkloppen. Bei 4 nicht mehr. Und jetzt bitte weitersagen da draußen. Genau. Vielen Dank. Ja, haben wir das? Wir haben das. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Ciao. Bye, bye. I'm going down to the river. The river.